Tja, schönen guten Abend. Tesa, 18 Uhr, Showtime. Letztes Mal diese Woche. Und leider stehen die Zeichen am Wochenende, am Samstag, für das Corona Open Air eher schlecht. Morgen früh um 10 fällt die Entscheidung. Werden wir sehen. Aber auf dem Agrarwetterbericht, auf dem Wetterbericht von der Wetterstation Offenbach oder vom Wetteramt Offenbach und auch an Wetter Online, was auch sehr verlässlich ist, sieht es nicht so gut aus. Und bei den Hygienevorschriften, die wir haben, möchte ich nicht sehen, selbst wenn um 6 die Sonne scheint und um 7:30 fängt der große Regen an, wie dann die Abstände eingehalten werden sollen. Das wird gar nicht so einfach, beziehungsweise nicht machbar. Aber es ist kein Problem, wir haben Plan B. Wir werden dann die nächste Woche, genau eine Woche später, das Gleiche nochmal machen. Also, was wir geplant haben. Wir haben wirklich gute Gäste. Angie Bekele, Kabaratz, Tom Chett ist dabei, Bernhard G. Müller aus Frankfurt, der Gottfried Lehr, Tom Klein-Rensing, der Martin Wolf, Mick Liebig, Birgit Reuter, um nur ein paar zu nennen. Gibt ein buntes Programm, wird um 7:30 beginnen. Aber wie gesagt, entweder am kommenden Samstag oder eine Woche drauf. Aber kommen wir mal zum Thema heute Abend lesen. Wie immer, wie meistens donnerstags. Bevor ich zu Otto Reuter komme, der ein ganz bekannter Schriftsteller war, habe ich was, wo man sieht, wie weit, gute Björn, wie weit Corona seine Blüten treiben kann. Gesehen oder gehört oder wie auch immer im Teddy. Und es ist eine sehr witzige Geschichte, die ich einfach hier mal zur Besten geben wollte. Ich habe die junge Frau angeschrieben, die das heute oder gestern veröffentlicht hat in Facebook. Und sie hat mir geschrieben, sie hat es auch nur geklaut, also ist es egal. Und deshalb gebe ich die mal zum Besten. Da betrete ich doch den Teddy, um ein wenig zu stöbern, als plötzlich eine junge Dame mir den Weg versperrt. Bitte nehmen Sie einen Einkaufskorb, es ist nur zu Ihrem Schutz. Ich stutzte, bin etwas verwirrt und denke so, wie kann mich denn ein Einkaufskorb schützen? Gedacht, gefragt, die Verkäuferin runzelt die Stirn, so als wäre ich es, der es nicht verstanden hätte. Wir haben Corona, sagt die junge Dame wie selbstverständlich. Ja, denke ich so, das lässt das Gehirn offenbar gewaltig schrumpfen. Wie soll ich das Körbchen denn korrekt anwenden, um maximalen Schutz zu bekommen? Frage ich nach. Die Verkäuferin ist sichtlich irritiert. Wie meinen Sie das? Fragt sie höflich nach. Ja, wenn Sie mir schon gegen Corona ein Schutzkörbchen empfehlen, dann will ich es auch korrekt anwenden, sage ich. Die junge Dame dreht sich schweigend um, ohne dass ich eine Antwort bekomme. Ich bin ratlos, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich dieses Körbchen im Kampf gegen Corona einsetzen soll. Ich denke nach, stülpe mir also das Ding über den Kopf. Hallo Doreen, hallo Fanny, hallo Nele. Inklusive Maske, unter der mich ja zum Glück niemand erkennt. Ich kaufe bei Teddy ein paar Kleinigkeiten. Die Leute schauen mich an, als wäre ich E.T. Das ist nur zum Schutz gegen Corona, sage ich einer Frau, die mich anstarrt, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Das hat mir die Verkäuferin gesagt, füge ich hinzu. Zum Glück erkennt mich niemand unter der Maske. Das Körbchen auf meinem Kopf macht die Tarnung perfekt. In der Kasse zahle ich meinen Einkauf. Die Verkäuferin schaut mich an und meint, eigentlich sind die Körbchen für die Ware. Ja, antworte ich, das habe ich mir eigentlich auch gedacht, aber
Ich wusste wirklich nicht, dass Einkaufskörbe gegen Corona helfen. Das hätte man früher wissen müssen. Dann wäre uns wohl vieles erspart geblieben. Also, Moral von der Geschichte. Maske allein reicht nicht aus, aber ein Einkaufskorb auf dem Kopf bietet maximalen Schutz. Wer hätte das gedacht? Aha, ja, wunderbare Geschichte. Sowas treibt natürlich auch Corona. Ja, Otto Reuter. Ein lustiger Geselle, lebt auch schon lange nicht mehr. Und es gibt 6 Büchlein über unvergessene Reuter-Vorträge. Viele auch gesungen, viele als Lied. Gute Ralf. Und ich fange mal an mit den Alle gereimt übrigens. Das kommt noch dazu. Väterliche Ermahnungen von der Hochzeit des Sohnes. Lasst euch von der Sprache nicht irritieren. Das ist natürlich auch ein bisschen gestochener geschrieben. Meine Damen und Herren, ein entsetzliches Unglück wird demnächst geschehen. Mein Sohn will heiraten. Aber vor dieser Katastrophe will ich noch einmal meine warnende Stimme erheben und ihm einige gute Ratschläge mit auf den Weg geben. Denken Sie sich also, verehrte Anwesende, dieser Stuhl hier wäre, also hier steht nebenan noch ein Stuhl, ein gedachter, wäre mein heiratslustiger Sohn und ich bin der tief betrübte Vater. Seitdem du tratest in das Leben ein, da tratest du, mein Sohn, in manches rein. Jetzt hast du, das finde ich sehr riskant, hineinzutreten in den Ehestand. Drum nimm, mein Sohn, noch einige Lehren mit, bevor du tust den folgenschweren Schritt. Sei nicht zu schnell, wenn eine dir gefällt. Bedenk, es gibt viel Mädchen auf der Welt. Nimm nicht das erste beste Mägdelein, die erste wird nicht stets die beste sein. Triffst du eine zweite, die dir besser passt, dann tut's dir leid, dass du die erste hast. Der Schwiegervater kommt nicht in Betracht, doch auf die Mutter deiner Braut gib Acht. Sag diese Mutter stolz zu dir, voller Stolz zu dir, auch ich sah aus wie meine Tochter hier. Oh, dann betracht die Mutter dir genau, denn wie die Mutter wird auch deine Frau. Sei treu und brav, sobald du dich verlobt, bezähme dich, wenn's junge Herz auch tobt, und wenn dir auch eine andere sehr gefällt, denk stets an deine Braut und an ihr Geld. Sei während du verlobt ein braver Mann, und nach der Hochzeit fängst du wieder an. Aha. Ist auch 10 Jahre älter sie als du, wenn sie dir sonst gefällt, dann greife zu. Schon nach 5 Jahren sagt sie jederzeit, dass beide ihr in gleichem Alter seid. Und kommen weitere 5 Jahre hinzu, dann ist 10 Jahre jünger sie als du. Bist du mal untreu, da ist nichts dabei, doch merkt's die Frau, dann ist eine Schufterei. Gefällt zum Beispiel dir die Stubenmaid, dann such mit dem Mädchen täglich Streit. Hört deine Frau, dass du stets räsonierst, dann merkt sie nicht, dass du mit ihr pussierst. Sei nett zu ihr, doch stets mit Maß und Ziel. Und lass dir raten, ich schenk ihr nicht zu viel. Sie wird nicht dankbar sein, verlass dich drauf. Im Gegenteil, dein Wohltun fällt ihr auf. Wer weiß, sagt sie von Zweifeln jäh erfasst, was du jetzt schon wieder ausgefressen hast. Ist sie mit dem einen sehr intim, dann brause niemals auf. Nein, schenk sie ihm. Lass beide laufen, ruf sie nicht zurück und stör den anderen nicht bei seinem Glück. Und bist du traurig, denk in deiner Pein, wie traurig mag nun erst der andere sein. Doch hast ein Weibchen du von Herzen gern, dann halt es stets von anderen Männern fern. Damit du nie kommst eins der Storch, damit du nie kommt eins der Storch zu dir, dich fragen musst, ist das ein Stück von mir? Bedenke stets, wie herrlich schön es ist, wenn du verwandt mit deinem Kinde bist. Vor allen Dingen merk dir eines klar, nimm nie eine Frau, die schon verheiratet war. Mag auch der erste schlecht gewesen sein, sobald er tot ist, kommt der Heiligenschein. Er ist's, der wie ein Engel sie umschwebt, der zweite ist ein Ochs, solang er lebt.
gut gemeinte Ratschläge. Und jetzt kommt auch gleich ein sehr bekannter Vortrag oder eine sehr bekannte Nummer von Otto Reuter, was da heißt, nehmen Sie einen Alten. Daraus ist auch ein wunderbares Lied gemacht worden, in der Mangelung einer Melodie dazu, wie man singen könnte, lese ich das als Gedicht. Es wird auch als Gedicht geschrieben. Die Statistik zeigt's dem Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Drum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen, aber bitte sich begnügen. Es kann nicht jede jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht zu wählerisch, nur nach dem, der jung und frisch. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, so einen Alten, wohlbestallten, so einen Beamten mit Pension, so begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, haben Sie etwas aufgefrischt, ist der besser oft wie ein Junger und stets besser als wie nischt. Ist der Alte kein Adonis, wenn's mal bloß eine Mannsperson ist, drückte ihn auch Schönheit nie, umso mehr schaut man auf sie. Hat er auch vielleicht eine Glatze? Eine kriegt sie, eine hat sie, oder hat er ein Doppelkinn? Gut, dann greift man doppelt hin. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, hat er auch schon einen gefalten. Die sind bloß am Kopf zu sehen, das andere ist vielleicht sehr schön. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten. Ist der auch schon dick und breit? Einen Jungen müssen Sie erst füttern. Und den haben Sie schon soweit. Da, wo Corona auch zugeschlagen hat. Auch bei mir die Corona-Pfunde. Die werden auch legendär sein. Ein Junger küsst zwar heiß und mächtig, doch ein Alter küsst bedächtig. Was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er durch Talent. Und wie schön beim Küsse schenken, braucht sie nicht auch an Folgen denken. Denn kommt in die Jahre Ehe, kommt sie nicht in Wochen mehr. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, der versteht gut auszuhalten. Ein Junger küsst voll Unbedacht, oft zu schnell, drum geben Sie Acht. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, der geht weniger aus sich raus, küsst nicht häufig, aber länger. Dadurch gleicht sich's wieder aus. Ein Junge lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Pantoffel schwingen. Ein Alter wird gern drunter sein und voll Demut aufzustehen. Ein Junge kauft sich selber Kleider, ein Alter kauft ihn ein Kleid beim Schneider. Wenn sie es anziehen, freut's ihn sehr, wenn sie es ausziehen, noch viel mehr. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, der lässt schalten und sie walten. Der lässt schalten, sie und walten. Durch einen Kuss schon wird er satt. Denkt an Wunder, was er hat. Kommt dann mal ein Junge her, gönnt er dem sogar den Braten und begnügt sich am Dessert. Haben Sie einen jungen Mann, dann schauen Sie oft dem auch andere Frauen. Nach dem Alten schauen Sie nie. Der bleibt ganz und gar für Sie. Ein Junge ist veränderlicher, aber ein Alter, der ist sicher. Der küsst nur im eigenen Raum. Es langt ja auch für eine kaum. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, der ist froh, wenn Sie ihn behalten. Der bleibt treu in Ewigkeit, beinahe zu treu mit der Zeit. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kusse, es ist vielleicht das letzte Mal. Drum können Sie keinen Jüngeren haben, nehmen Sie sich einen alten Knaben. Sind ja heut verschiedene hier und wie wäre es dann mit mir? Sehe hier zwar auch jüngere Leute, was die können, kann ich noch heute. Liebte schon an manchem Ort, schreiben Sie mal, ich komme sofort. Nehmen Sie einen alten, nehmen Sie einen alten, bin doch noch ganz gut erhalten. Graue Haare sieht man gern, Silber ist ja jetzt modern. Das muss man überlegen. Silber ist auch heute extrem modern. Die Geschichten sind 50 Jahre alt, also das ist Wahnsinn. Die grauen Haare sieht man gern. Silbern ist ja jetzt modern. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten. Mädel, wenn du den begräbst, erbst du alles, jedenfalls. Aber nur, wenn du es erlebst. Ja, nehmen Sie einen Alten. Das ist ganz, ganz.
ein Ruf oder ein Appell an ganz junge Leute, an Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Radler übrigens, ne? kein Thema. Ein Mahnruf an alle ungeborenen Deutschen mit dem Titel Mensch, komm bloß nicht auf die Welt. Heute auf der Welt zu leben, ist wahrhaftig kein Genuss. Ach, was kann's uns heute das Leben geben? Nichts als Ärger und Verdruss. Heute auf die Welt zu kommen, das ist ein Missgeschick. Ich hielt sie ihrem Glück, die Menschheit gern, zurück. Ach, wenn's irgend möglich wäre, rief ich ohne Ruhe nach jedem ungeborenen Kinde zu, Mensch, komm bloß nicht auf die Welt, denn da ist es schlecht bestellt. Komm nicht jetzt, lass dich nicht äffen, schlimmer kannst du's gar nicht treffen, will der Klapperstorch dich kriegen, bleib hübsch im Teiche liegen. Oder flieg zum Sternenzelt, Mensch, komm bloß nicht auf die Welt. Auf der Welt ist alles teuer, von der Wiege bis zur Gruft. Täglich kommt man uns mit neuer Steuer, man besteuert bald die Luft. Kind, du musst verhungern hier, die Preise steigen sehr. Wenn ich so Geschichten lese von den uralten Komikern, die beschreiben ja da Themen, die sind heute so aktuell, wie sie früher waren. Es ist sensationell. Die Eier kosten mehr, die Milch geht immer höher. Schließlich sagt die Amme auch, bei mir wird alles, bezahle mehr, sonst liefere ich nichts ab. Bei mir wird alles knapp, bezahle mehr, sonst liefere ich nichts ab. Mensch, komm bloß nicht auf die Welt, denn da bist du sehr geprellt. Wirst behandelt ohne Schonung, kriegst vielleicht nicht mal eine Wohnung, hat man eine dir empfohlen, fehlen im Winter dir die Kohlen und dann bist du kaltgestellt. Mensch, komm bloß nicht auf die Welt. Ach, gerad den kleinen Kindern folgt die Not auf Schritt und Tritt, drum müsst man das Kommen von Kindern hindern. Wenn das ging, ich machte mit. Nehmen wir mal an, ich ständ als junger Gatte da, der Storch, der wäre nah, ich würde bald Papa. Ach, dächt ich, mein Kind, ich liebe dich schon, eh du hier, doch grad, weil ich dich lieb, da rat ich dir, Mensch, komm bloß nicht auf die Welt. Such dir lieber ein anderes Feld, möcht ja gern voll Entzücken an die Vaterbrust dich drücken, doch bleib fort, mach kein Theater, such dir später einen anderen Vater, von mir bist du abbestellt, Mensch, komm bloß nicht auf die Welt. Ja, mein Gott, wie viele Leute sagen heute, ich will keine Kinder. Ich will einem Kind, was jetzt kommt oder was angesagt ist, diese Welt ersparen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist der helle Wahnsinn. Jedes Kind hat heute schon Schulden. Das hat er vor 50 Jahren gesagt und heute ist es immer noch so oder noch schlimmer. Wenn es auf die Welt gelangt, 40 Jahre soll es die Schulden dulden. So verlangt es die Ente. Doch für euch, ihr Herren, besorgen keine Kinder wir. Nein, braucht noch Kinder ihr, dann sorgt doch selbst dafür. Kind, sobald du kommst, wird dir die Rechnung schon gebracht. Noch eh du was gemacht, bist du gemacht. Mensch, komm bloß nicht auf die Welt, denn das kostet eine Menge Geld. Hast vom Leben keine Ahnung, kriegst du schon eine Schuldenmahnung. Der Franzos kommt an die Wiege. Kind, du bist mit Schuld am Kriege. Drum bezahl, du kleiner Held. Mensch, komm bloß nicht auf die Welt. Schrecklich ist das Los des Säuglings, wenn er ankommt, geht's ihm schlecht. Man versichert sich des Säuglings, Mäuschlings, sowas nennt die Welt gerecht. Liebes Kind, die Jugendzeit ist heute kein Gewinn, drum denk in deinem Sinn, ich bleibe, wo ich bin. Heute streikt die Welt, drum rufe ich dir zu, grüß deine Eltern hübsch und streik auch du. Mensch, komm bloß nicht auf die Welt, warte, bis sie dir gefällt. Oder man könnte auch sagen, warte, bis der Dollar fällt. Es wird schon besser mal, versteht sich, denn die Welt ist rund und dreht sich. Also wart, bis sich's verschoben, bis das Untere kam nach oben. Und wenn du oben angestellt, Mensch, dann kommst du auf die Welt. Ja, es ist, diese alten Geschichten sind einfach der Hammer. Otto Reuter hat doch mal behauptet, dass Tiere keinen Verstand haben. Und hat darüber auch eine Geschichte geschrieben. Und da sagt man, die Tiere hätten keinen Verstand.
Natürlich haben Tiere Verstand, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und das ist ja genauso wie bei den Menschen, oder? Denke ich nur mal an unseren Freund aus Amerika. Und ich hoffe inständig, dass ihn nicht mehr wählen. Ich hoffe, dass selbst die eingefleischteste Trump-Wähler sehen, er kriegt ja jetzt Gott sei Dank schon richtig Paroli von seiner republikanischen Genosse oder von seiner republikanischen Freunde. Sein Verteidigungsminister hat mir ja ganz klar widersprochen heute Morgen. Es ist unmöglich. Also ich verstehe es bis heute nicht, wie die den überhaupt wählen konnte. Aber okay, sie haben es gemacht. Da mussten sie durch. Und da müssen sie durch. Und ich hoffe, um Gottes Willen, dass er nicht mehr kommt. Man sagt oft, die Tiere, die haben keinen Verstand. Doch die werden unterschätzt, werden oft sehr verkannt. Zugvögel zum Beispiel, wenn es kalt wird im Land, dann fliegen sie fort. Na, die haben Verstand. Ein Kuckuck, der sich gerne auf andere verlässt, legt frech seine Eier ins andere Nest. Und kommt dann die Jungs aus dem Ei miteinander, dann sagen sie Kuckuck. Na, die haben Verstand. Ein Fräulein, so Plaustrumpf, alt übergeschnappt, hätte gern Kanarienvogel gehabt. Man schickt ihr einen, doch er sprach und verschwand. Die hat ja schon einen Vogel. Na, der hat noch Verstand. Der Strauß ist bekanntlich ein friedliches Tier. Doch ärgert ihn jemand in böser Manier, dann steckt er einfach den Kopf in den Sand und hält das Hinterteil hoch. Na, der hat Verstand. Ein Sperling bleibt jetzt nicht mehr lange in der Stadt. Dort gibt's zu viele Autos, da wird er nicht satt. Es liegt nichts auf der Erde, drum fliegt er aufs Land. Da gibt's doch viel Pferde. Na, der hat Verstand. Ein Sperling bleibt jetzt nicht mehr lang in der Stadt, ja, das haben wir schon. Ein Hahn auf dem Hofe rupft nicht nur ein Huhn. Der Hahn hat's auf dem Hofe mit allen zu tun. Er sagt zu solch Huhn, ich bin Hoflieferant. Und dann geht er zum nächsten. Ja, der hat Verstand. Eine Sau wollte man schlachten, da rückt sie aus, lief drei Straßen weit in ein anderes Haus, da wohnte ein Mann, wo sie Sicherheit fand. Der war Vegetarier. Der hat Verstand. Eine Kuh wird gemolken, die Milch ist fürs Kind. Trink die Milch lieber nicht, denn die Kuh sich geschwind. Sonst wirst du ja später, das wäre noch eine Schand, so ein Rindvieh wie ich. Na, die hat noch Verstand. Es geht ein Poet im gewaltigen Wald. Er schreibt, denn ihn dichtet mit aller Gewalt. Da hat ihm ein Vöglein was runtergesandt und gerade aufs Gedicht. Na, der hat doch Verstand. Eine Spinne wird überall runtergefegt. Wo stört man mich nicht? Hat sie lange überlegt. Wo ist es recht leer? Wo fegt keiner die Wand? Jetzt spinnt sie im Bundestag. Na, die hat doch Verstand. Und es geht ein Minister. Ich sage nicht wer, zur Jagd, da kommt gerade ein Rehbock daher. Schnell drückt sich der Bock, denn ihm war's bekannt. Er schießt zu viel Böcke, na, der hat Verstand. Im Kleid suchte Maid eine Flohwut entbrannt, doch der Floh, der entfloh und dacht nicht in die Hand. Sprang munter gewandt und das Gewand, wo er spurlos verschwand, na, der hat doch Verstand. Und ein Herr ging in Biberpelz stolz durch den Zoo. Da lacht dort ein Biber und dachte sich froh, ich lof's ganze Leben, ich bin nicht arrogant mit dem Biberpelz rum. Na, der hat doch Verstand. Oder im Zoo, wo so ein Fatzke vom Affenhaus stand, da dachte der Affe und besah sich den Pfand, mit solch einem Affen bin ich nun verwandt. Und da sagt man, die Tiere, die haben keinen Verstand. Ja. Das Schlussappell ist gar nicht so übel. Das. Ja. Und ich suche gerade die nächste Geschichte. Was habe ich denn da noch? Jetzt ist schon wieder fast vorbei. So, da haben wir doch. Alles per Zufall, kein Mensch kann dafür. Ein Rat kriegt einen Orden, sehr groß und sehr fein. Ein Hund kriegt Flöhe, Trichinen, das Schwein.
Eine Sängerin kriegt Perlen, die Katze die Maus, ein Kind das Gesicht auf des Freundes vom Haus. Eine Frau kriegt Migräne, eine Jungfrau das Kind, ein Pfarrer eine bildhübsche Köchin geschwind. Der Wein kriegt die Taufe, ein Stich kriegt das Bier. Aber alles per Zufall. Kein Mensch kann dafür. Einen steinalten Onkel mit schrecklich viel Geld, den wünschen die Erben hinweg von der Welt. Doch pflegt ihn der ganze gefühlvolle Schwarm. Mal liegt er zu kalt und mal liegt er zu warm. Mal darf er nicht sitzen, mal darf er nicht stehen. Verlangt er den Arzt, so ist niemand zu sehen. Mal zieht es am Fenster, mal zieht es an der Tür. Aber immer per Zufall. Kein Mensch kann dafür. Ein bildhübsches Weib hat einen hässlichen Mann. Er ist zwar sehr reich, aber sonst ist nichts dran. Ein schneidigen Assessor zum Hausfreund sie hat. Sie reist nun per Zufall im Sommer ins Bad. Per Zufall ist auch der Assessor am Ort. Sie treffen sich beide ganz zufällig dort. Sie kommt mal zu ihm, er geht mal zu ihr, aber immer per Zufall. Kein Mensch kann dafür. Die Trine vom Dorfe ist jetzt in der Stadt. Als Stütze der Hausfrau eine Stellung sie hat. Sie trägt seidene Strümpfchen, die Hacken so hoch. Kurz, was ihr Gnädige trägt, das trägt sie auch. Jüngst kam zu Besuch ihre Schwester zur Stadt und fragte, woher sie das feine Zeug hat. Das habe ich erstanden, sagt Trine zu ihr. So alles per Zufall. Kein Mensch kann dafür. Amanda ist lange kein Backfischchen mehr. Sie sagt, oh, ich hasse die Männer so sehr. Sehe ich nur sie kommen, lauf fort ich geschwind. Sie tut noch ganz schüchtern und hat schon ein Kind. Doch nennt sie sich Jungfrau und sagt überall, ach, glaub mir, ich kam nur per Zufall zu Fall. Doch bald kam das zweite und jetzt hat sie vier, aber alles per Zufall. Kein Mensch kann dafür. Ja, so ist das mit den Zufällen. Ich muss immer wieder auf den Trump zurückkommen. Das war ja auch kein Zufall, dass, ja, ich weiß nicht, was war, ob es Zufall oder Pech oder Unglück oder was auch immer, Pest und Cholera oder, er ist einfach irgendwie alles und, gut, ich will mich da, ich komme nun zur letzten Geschichte und muss natürlich sein, die Weiber. Die Weiber verachten uns oft sehr, so schrieb mir neulich meine Braut. Sie liebe mich nicht mehr. Sie sei ein Engel, sie sei ganz ohne Mängel. Wir Männer ohne Zweifel, wir seien die reinsten Teufel. Sie nennt mich einen Teufel, sie schimpft auf mich und grollt, und dabei ist sie froh, wenn sie der Teufel endlich holt. Die Weiber, die werden niemals alt. So habe ich eine Tante, die 49 bald. Doch trotzdem sagt sie fleißig, ich werde nächstens 30. Sagt jemand, sie sei 40, dann sagt sie gleich, der irrt sich. Die Weiber bleiben ewig jung. Das ist eine Altgeschichte. Sie feiern oft Geburtstag. Aber älter werden sie nicht. Die Weiber sind oft recht übel dran. So manches junge Mägdelein bekommt nie einen Mann. Aussteuer muss sie haben und sonst nette Gaben. Geld muss sie mitbekommen, sonst wird sie nicht genommen. Wie schön hat es der Adam, als er die Eva sah. Da rief er, die ist fertig. Da war alles gleich da. Die Weiber sind etwas schwach und zart, weil es einer einzigen Rippe nur ein Weib erschaffen ward. Wenn schon ein Teil vom Leibe genügt zu einem Weibe, dann möchte ich wissen eben, wie viel hätte das gegeben, wenn man den ganzen Adam zerschnitten hätte, ganz sacht. Ich glaube, aus einem Adam hätte man 60 Stück gemacht. Die Weiber, aus unserer heutigen Zeit, die brauchen oft einen neuen Hut und auch ein neues Kleid. Wie schön hat es der Adam, die Eva war die Madame. Der Adam sprach, die Eva ist doch ein netter Käfer. Meine Eva, die lebt billig, wenn sie große Wäsche hatte, dann ist sie bald fertig. Sie wäscht ja nur ihr Feigenblatt. Die Weiber verführen oft den Mann. Schon Eva bot dem Adam den berühmten Apfel an. Und Adam, wie Sie wissen, hat gleich hineingebissen. Wollt Eva das jetzt wagen, so würde Adam sagen, geh weg mit deinem Apfel, denn wenn du ihn auch lobst, ich kenne deinen Apfel jetzt. Ich danke für das Obst. Die Weiber sind oft recht sonderbar. Das merkte schon der Adam, der im Paradiese war.
Erst war der Adam selig, als ihm der Herrgott fröhlich aus einer Rippe sachte die schöne Eva machte. Geschehe das heut noch einmal, sprach Adam jedenfalls, schaff sie nicht von der Rippe. Nein, schaff sie mir jetzt vom Hals! Ja, ihr Lieben, Punkt halb. Das war's. Das war's von Otto Reuter. Und ich kann euch nächste Woche noch was versprechen. Der Uwe, unser Uwe Schmedemann, unser musikalischer Leiter unserer Musicals, hat einen ganz entfernten Verwandten. Und der hat auch geschrieben. Wunderbare Gedichte, böse, satirische. Und wenn ich da eventuell noch ein, zwei François Villard-Gedichte mit dazu bekomme, oder vielleicht finde ich noch jemand, der mitlesen will, dann werden wir den auf jeden Fall lesen. Ich verrate auch nicht, wie er heißt. Das machen wir alles nächste Woche. Ich wünsche euch, ja, leider ein schönes Wochenende. Ich weiß es nicht. Wir wollten gerne Corona Open Air spielen am Wochenende. Aber leider, so wie es aussieht, morgen früh um 10 fällt die Entscheidung. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Morgen früh um 10. Aber es geht auch gar nicht nur so darum, ob jetzt Sturm gemeldet ist oder ob Schauer gemeldet sind. Das Problem ist, selbst wenn um 6:30 die Sonne scheint und um 7:30 oder um 8 oder um 8:30 kommt ein Schauer, dann ist die ganze Dings vorbei. Und wir haben 80% Regenwahrscheinlichkeit am Samstag. Wir haben auch dieses kleine Fähnchen dabei, was Sturmwarnung bedeutet und so weiter und so fort. Auf der Agrarwetterseite und auch auf Wetter Online. Mal gucken. Aber wie dem auch sei, heute Abend ist, glaube ich, Fußball sogar noch. Die Eintracht hat jetzt den Klassenerhalt gesichert. Oh ja, da geht's ja gut. Also rein rechnerisch können sie es natürlich, können sie noch absteigen. Aber ich denke mal, ich schaffe das. Ich habe es jetzt gut gemacht, die Buhe. Und ja, dann wünsche ich heute Abend ganz viel Spaß beim Fußball. Wünsche euch einen schönen Donnerstag, einen schönen Freitag, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Übrigens, ich hätte am Samstag Dreharbeiten. Auch abgesagt, nicht wegen Corona, sondern wegen Wetter, weil es wäre draußen gewesen. Kann man nichts machen. Und die stehen mit dem Wetter und offenbar in Verbindung. Und ja, die wissen es wahrscheinlich auch ganz gut. Und ja, was hätte ich noch? Habt ihr noch was? Nö, ne? Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Esst schön oder was immer ihr auch macht. Und habt euch wohl. Bleibt mir treu, bleibt uns treu und wir sind bald für euch da. Am 19. ist Tom Jett hier, einen Tag später die Fanny Fiedler und vielleicht kriege ich vorher, nee, sag ich nicht. Alles klar. Tschö, tschö. Macht's gut, habt euch wohl. Ciao, ciao.